Hi, ich grüße dich zu einem DM-Haul. Ich habe bei DM bestellt. Und so wollte ich was ganz Bestimmtes und habe halt die anderen Sachen, die so ausgegangen sind, mitbestellt. Fangen wir gleich an, weil das sind zwei Pakete. Also, einmal Sonnenblumenkerne sind bei uns ausgegangen. Habe ich einmal bestellt Dinkelgrieß. Wir haben nur noch Weizen. Ach, Moment. Ich muss aber noch gucken, ob das Baby nicht weg wird. Dann Veggie-Hack bestelle ich super gerne. Ich habe jetzt zwei Packungen bestellt. Eine habe ich schon geöffnet und heute damit was gekocht. Milchreis. Dann Polenta. Einmal Hanfsamen. Dann Kokos geraspelt. Ich habe nämlich ein Rezept gesehen und wollte das unbedingt nachmachen. Dann einmal Quinoa. Dieses dreifarbige. Beluga-Linsen, die habe ich auch schon aufgemacht. Ich habe halt nämlich damit gekocht. Dann Dinkel gepuckt. Das gleich dreimal. Das macht das kleine Kinder gerne und ich auch. Das ist super schnell da bei uns. Dann einmal diese Laugenstänglein. Diese Snackreine mag ich kleine auch sehr gerne beim Autofahren. Dann Biomüllbeutel, genau. Nochmal Laugenstein. Einmal eine Zahnpasta für mich. Einmal für meinen Großen. Einmal für das Baby, weil die, wo er jetzt benutzt, das ist glaube ich Elmex, habe ich gelesen, soll nicht so gut sein. Nehmen wir mal die. Der putzt auch nicht super gerne. Und ich glaube nicht, dass es an der Zahnpasta liegt. Dann einmal für Laugenstangen. Laugensticks mit Karotte. Weiß nicht, ob er das mag. Einmal die. Mal schauen, welche besser ist. Wir waren, bei denen waren die Bewertungen echt ganz gut. Ich glaube, ich habe nochmal eine bestellt. Dann einmal Schokotropfen, Zartbitter. Genau, und nochmal eine von Veleda. Also die letzten Schokotropfen, die ich bestellt habe, sind einfach abgelaufen. So lange habe ich sie nicht benutzt. Ich bin sehr gespannt, ob ich das diesmal benutzen werde. Einmal Feuchttücher, die Kisten kann ich super gebrauchen bei meiner Ordnung machen gerade. Und einmal ein paar Windeln. Ich muss sagen, wir benutzen diese Windeln schon von vornherein. Also, ich bin zufrieden mit dem Moment. Packen wir alles rein. Und holen das zweite Paket. Genau, das wurde ja aufgeteilt. Ah, genau, deswegen habe ich bestellt. Das war wegen der Knete. Der hat nämlich Knete für sich entdeckt. Und ich habe jetzt so Knetzeug bei Vinted, bei Kleinanzeigen bestellt, so eine Kiste. Ganz günstig. Und ja. Wir haben zwar auch schon diese normale Knete vom Spielzeugladen gekauft, aber die ist jetzt schon fast überall hart. Und die schleppt er überall hin oder versteckt sie. Ich bin auf die auf jeden Fall super gespannt. 30 Euro. Und da sind wie viel? 18 mal 50 Gramm. Gut, dann einmal. Ja, also einmal. Davon habe ich 10 Stück bestellt. Einmal Feuchttücher, es gab nicht die, wo wir sonst benutzen, warum auch immer. Und einmal die, also wir benutzen die von Hip, aber so andere gab es nicht. Ah ja, ein Body habe ich bestimmt nicht. 6,50 hat er glaube ich gekostet. 98, 104. Mit Autos und mit Baggern. Wow. Und Waschmittel. Das ist nämlich auch ausgegangen bei Trillionen Wäsche am Tag. Kann das schon passieren? Wow, das war schon. Mehr habe ich gar nicht bestellt. Wahnsinn, denn hänge ich noch irgendwas dran. Das ist ja gerade mal 4 Minuten. Naja, mehr habe ich nicht bei DM bestellt. Das war schon. Ich
paar Sachen habe ich vergessen. Sowas wie Deo. Und noch irgendwas. Das ist jedes Mal so. Ich warte immer eine Woche und guck, was man braucht. Und dann, bis ich dann das dann bestelle, sind dann schon welche Sachen nicht mehr vorhanden. Und dann vergesse ich trotzdem immer die gleiche, immer die Hälfte. Aber gut. Das war's. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wenn du noch mal schaust. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder.